What am I doing? Das wollte ich machen. Ugh, the air out there don't feel right today. You feel it too, honey? Hey, Schätzchen, hast du die Zutaten denn nicht dabei? Ach so, ja, die Spezialgerichte. Ich finde den Reis nicht. Ich glaube, damit wirst du dich fühlen wie aus neuestem Ei gepellt. Frisch, wach und voller Energie. Dabei würde ich dir das so gerne servieren. Wenn du Lust drauf bekommst, finde die Zutaten und komm wieder. Ich würde gerne. Oh, coming right up, honey. I'll put my heart and soul into it. Au, mein Bein ist eingeschlafen. Hä? Hier kriege ich überhaupt nicht die Zutaten. Alexis, could I have some red beans and rice? Oh my lord. Sorry, honey, but no can do. We only serve red beans and rice on Mondays. That's a meal you eat when you're busy, like folks usually are on Monday. It's been a tradition here in Louisiana for as long as I can remember. Wait, honey, don't tell me. You're the type who does your laundry every day? Oh. Tradition, Zach. This is it. The Deep South. Louisiana. We need to obey tradition here and come back on Monday. Montag. Wirklich, ich muss Montag wiederkommen. Welcher Tag ist denn heute? Habe ich einen Kalender überhaupt irgendwie? Nicht so wirklich, oder? Ah, oben steht eben Mittwoch. Jetzt sehe ich's. Ah, das ist ja irgendwie seltsam, aber okay. Können wir die Quest erst am nächsten Montag erledigen. Dann werde ich jetzt mal die Stadt nach Automaten und Killerbienen absuchen. Essensautomaten und Killerbienen sind jetzt unsere Priorität. Essensautomaten dürften ja eigentlich... Oder wenn ich so die Straße entlang fahre, dürften wir die doch finden. Denke ich. Sollte man meinen, hoffentlich. Es regnet bei mir in der Realität. Oh, ist das cool. Oh, ich spüre schon, wie es kalt wird wahrscheinlich. Finde ich gut. Ich will hier sitzen und frieren. Das wird toll. Das wird toll. Gerade redet Jörg noch von diesem super Regensturm auf der Einbrücke. Und schon regnet es in Wirklichkeit. Zufall? Ich glaube schon. So, Essensautomat. Essensautomat. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Im Hotel welche? Da könnten wir mal gucken. Sogar mehrere, glaube ich. Mal schauen, ob wir da Glück haben, vielleicht. Ansonsten weiß ich es wirklich nicht. Ich muss mal die Stadt abklappern. Die Klapp abstappern. Vielleicht sollte ich mal im Investigativmodus gucken. Vielleicht wird mir sogar der richtige Automat irgendwie angezeigt. Aber wahrscheinlich nicht über eine riesige Entfernung. Wahrscheinlich nur über Kurzstrecken. Naja, schauen wir mal, was es hier so gibt. Lolli Keks Keks Donut. I think we've got the wrong vending machine. Aber er spricht's an. Und hier gibt es höchstwahrscheinlich auch nicht. This vending machine does not carry what God seeks. Let's move on, Zach. Ich finde das echt witzig, das Spiel. Vielleicht ist das ja Gottes
Essensautomat. Nee. Not a single can of spinach in sight, Zack. Hey. Vater. Mein Gott, jetzt drehen sie wieder durch. Let's try somewhere else. Die spielen immer miteinander und dann wird's wieder immer. Jedes Mal wird's dann irgendwann zu grob. Und dann fängt wieder einer an zu fauchen und dann geht wieder das Drama los. Trottel. Immer das Gleiche mit denen. Vor allem dadurch, dass wir jetzt drei Katzen haben, ist das immer fangen zwei an zu balgen und zu spielen. Und dann wird es aber immer ernster und ernster, bis sie dann quasi wieder rumquietschen und sich anfauchen. Und damit wiegeln sie dann immer die dritte Katze auf. Und dann fängt immer die dritte Katze, die gerade noch unbeteiligt war, an, eine von den anderen beiden anzupöbeln. Und dann beginnt dieser ewige Zyklus von, die drehen total durch. Da muss ich den Kleinen, weil der ist meistens der Anstifter, muss ich dann oft mit ins Aufnahmezimmer nehmen. Dann mache ich oft die Tür zu und dann bleibt er mal eine Stunde bei mir und dann ist alles wieder gut. Felix, danke schön für die Bits und guten Morgen. Wir suchen gerade eine Dose Spinat. For the Lord hungers. Der Pfarrer hat uns eigentlich gesagt, dass der Lord hungert. Der Lord hat Hunger. Und er braucht eine Dose Spam, eine Dose Spinat, also Dosenfleisch, Spinat und Bohnen. Bohnen kriegen wir nur montags und Spinat kriegen wir irgendwo in einem Verkaufsautomaten in der Stadt. Aber ich habe keine Ahnung wo. Und ich finde es ziemlich cool. Da hinten sind zumindest viele Ausrufezeichen. Ich gehe da mal hin. Aber nicht so. Schauen wir mal, dass wir irgendwie in den Hof kommen. Das sieht doch gut aus. Oder ist das die Türsteherin? Nee. Und wenn, dann dürfen wir rein. Okay. Und jetzt? Irgendwie werden mir so viele Ausrufezeichen angezeigt, aber ich kann die nicht zuordnen. Ich weiß nicht genau, wie weit die von mir entfernt sind und... Ah, hier liegt einfach ein Objekt auf dem Boden. Eine alte Glasperle. Ich glaube, wir könnten einen neuen Fetisch machen, oder? Nee, alter Stoff bräuchte ich für so eine andere. Ist egal. Alte Glasperle, gewöhnliche Glasperle. Ich meine, das ist gut. Kann man später brauchen. Eigentlich brauche ich jetzt eine Dose Spinat. Oh, da steckt was in der Wand. Ein gewöhnliches Seil steckt da in der Wand. Okay. Ich skate einfach ein bisschen durch die Stadt, dann finden wir schon Verkaufsautomaten, ne? So groß ist die Stadt hier nicht. This is the deep south. I feel it every time that... Es riecht gerade irgendwie nach angebratenen Zwiebeln bei mir. Komisch. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess, all busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft.
All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous. Okay, neue Verkaufsautomaten. Schauen wir mal. Lolli Keks. Nee. I think we've got the wrong vending machine. Ich befürchte auch. Not a single can of spinach in sight, Zach. Wäre auch irgendwie komisch. Aber gut. Let's try somewhere else. Muss ich jetzt wirklich, wirklich in der riesigen, also verhältnismäßig großen Stadt für so eine Quest die einzelnen Verkaufsautomaten alle aufsuchen und untersuchen? Wirklich? Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place. For better or worse, it's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans. Ein seltsamer Baum? Komisch. Warum ist der da? Warum wird mir der angezeigt? Was ist das für ein Baum? Ein Echsenbein. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Ah, wilde Hunde. So einen brauche ich doch für eine Nebenquest. Das ist schon mal gut. Dann müssten wir nur noch Killerbienen finden. Keine Sorge. Ist nur Betäubungsmunition. Nichts passiert. Okay. Hey, want to talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges. Clarkson Waterworks Management. Hier gibt's Gegner. Ah, wahrscheinlich Alligatoren im Wasser, oder? Hey, want to talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard. We passed over the... Aber sind das wirklich alles Alligatoren, die roten Punkte? Weil eigentlich müsste angeblich hier ganz nahe einer sein. Und der ist ein bisschen weiter weg, oder? Wow, meine Güte, war der schnell. Puh. Aber das war tatsächlich der auf der Karte. Dann sind hier wohl auch keine Bienen. Ich hätte nur gehofft, dass hier Bienen sind. Aber ich glaube, hier sind nur Alligatoren. Die bedrohlich schnell werden können. Jack, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm Komisch. Ah! Schnell weg hier! Oh Gott! Das war knapp. Der hat uns beinahe gemampft. Wir werden, glaube ich, verfolgt von dem. Oh mein Gott, wie schnell sind so Alligatoren? Es geht um dein Leben, York. Were you thinking about Galena too?
and all the other women we've seen so far on our travels across the states. Zach, I'm right, aren't I? This is a vast country, incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts, and farmland, with small towns scattered about here and there. That's how America looks to me. Compared to the scale of this entire country, New York, Chicago, and LA are all microscopic. Sometimes they even feel like... Aha, Spinat. Glück gehabt. Zach, we finally found our can of spinach. Oh yeah. Look, Zach. Even this vending machine is managed by Clarkson Food Delivery Services. But who in their right mind would sell canned goods in a vending machine in the middle of nowhere? I only hope that it's not expired. Ja, ich hab's mich auch gefragt. Das ist echt seltsam, aber gut. So, jetzt passt auf. Wir können zwar erst Montag die letzte Dose kaufen, die wir brauchen, die Bohnen. Aber es gibt ja noch eine andere Mission, die wir erledigen können. Nämlich irgendwas anderes machen. Was war denn das andere gleich nochmal? Die Kirche? Noch was? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Flusskrebszüchter. Die Flusskrebszüchtung soll ich mir anschauen. Hütte des Fluchtkrebszüchter. Schauen wir nochmal kurz, wo die Hütte des Fluchtkrebszüchters ist. Der Fruchtfluchtpflichtler. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das ist. Thompson Farm. Also die Kirche ist auf jeden Fall jetzt so... Dann dürfte das die Kirche sein, dann fangen wir M23. Genau, M23. Die Info reicht ja. Dann fahren wir da hin. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decompose. As I drove him to the station after his arrest, he started lecturing me on the proper way to give someone a kiss. Anyway, back to Duluth. They have a famous lift bridge there called the Air... Das ist irgendwie die... Ist das mein Hauptmissionsziel? Ich glaube, irgendwie schon, oder? Bin mir nicht sicher. Ich dachte gerade eigentlich nur, das sieht interessant aus, da schauen wir mal hin, aber ich glaube, das ist wirklich unser Ziel. Zufälligerweise. Okay, Zach. It's time to put our skills to the test. Oh, lerne ich jetzt springen mit dem Skateboard? Das wäre natürlich cool. Oh nein! Na toll. Ich glaube, jetzt wird erst die Skateboard-Mechaniken werden jetzt erst wirklich eingeführt. Wir hatten quasi die ganze Zeit das Tutorial-Skateboard. Well, Zach, it seems as if we've reached an impasse. I'm afraid we won't be able to proceed any further like this. Zakari Tiger to DC Eagle? Is everything all right? Hello, Melvin. Sadly, my darling just gave out on me. Your darling? You mean... Yes, that's right. My beloved skateboard. I know the chances are slim, but do you happen to know of any establishments in town that can repair skateboards? Please, I hope this doesn't offend you. Neither Zach nor I would ever dare to assume that a remote country town like this would have a skateboard shop in it. But perhaps you have at least one eccentric who likes to tinker with them in their spare time. I know just the person. Double bass player by night.
Trickmaster by day. God blessed her with two talents. And her name is Emma Sanders. Sanders. Wahrscheinlich die Tochter oder so von dem Priester. Ich dachte schon, der Priester ist... Das wäre nämlich witzig, wenn der nicht nur Arzt und Priester, sondern auch noch Skateboard-Guy wäre. Wahrscheinlich ist es die Tochter. Emma? That's right. She's Pastor Sanders' adopted daughter and was also Lise Clarkson's best friend. Emma really knows her stuff. She's got tools and a mountain of parts. I'm sure she'll be able to help. I owe you one, Melvin. Okay. Zach, I never thought we'd find our very own skateboard mentor out here in the sticks. Let's head straight to Emma. What is it, Zach? Why didn't I just ask the sheriff to tow away the old cars? But isn't it obvious? I want to overcome this obstacle using my own strength. In fact, I want to soar over it. Cool. Auf das habe ich schon gewartet. Das finde ich jetzt cool. Skateboard pimpen ist cool. Das ist M24 immer noch. Ja, genau. Oh nein, jetzt haben wir gar kein Skateboard mehr. Oh, dann wird das jetzt natürlich ein weiter Weg. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ah, Mann, ey. Jetzt sind wir irgendwo in der Pampa ohne Skateboard. Vielleicht ist hier wenigstens irgendwo ein Schnellreisepunkt in der Nähe. Ansonsten wird das ein weiter Weg. Verdammt. Irgendwie ist es witzig. Ich habe mich, glaube ich, schon an die langsame Framerate hier gewöhnt. Das kommt mir gar nicht mehr so schlimm vor jetzt. Es geht schon. Kein Problem eigentlich. Alles nur Gewöhnungssache. Ah, da lernt man sein Skateboard zu schätzen, wenn man hier so entlang läuft. Das ist ein weiter Weg. Hallo, Person. Diese Passanten, die plötzlich in Existence poppen und dann wieder verschwinden. Was haben wir denn hier? Irgendein Nebenmissionsding oder so? Ach, ist das die Kirche? Ich glaube, das ist die Kirche, oder? Aber ist das das Symbol für eine Nebenmission oder ist das... Ich weiß nicht genau. Oder zeigt mir das an, dass es hier grundsätzlich eine Mission gäbe, die ich aber nicht machen kann? Wahrscheinlich ist es das, oder? Wahrscheinlich will mir das anzeigen, dass ich hier grundsätzlich was zu tun habe, aber aktuell nicht. Geh mal stark davon aus. Oh oh, Eichhörnchen Land und ich habe kein Skateboard. Hi Flatbrain, wie geht's? Hallo, wieder willkommen zurück. Lauf! Lass dich nicht von den Eichhörnchen beklauen. Oh oh. Oh oh. Ich werde verfolgt. Die Musik ist auch bedrohlich. Na gut, okay, Eichhörnchen, dann komm her. Dann regeln wir das. Aha! So sieht's aus. Ich würde auch laufen an deiner Stelle. Puh, für einen Moment war ich echt besorgt. Eichhörnchen verfolgt werden, ist kein Spaß. Haben wir schon in Rick and Morty gelernt. Die sind hier überall, die haben hier echt ein Eichhörnchenproblem. Oh, boah, ey. Ist das ein langer Laufweg.
dass Sherry das echt durchzieht, dass der einem das Skateboard so weit vom Skateboard-Shop kaputt macht. Ist schon gemein von ihm. Vielleicht wollte er das mal ein bisschen... Ja, vielleicht wirklich, dass man das Skateboard schätzen lernt. Ich würde eher sagen, die Eichhörnchen haben ein Menschenproblem. Kommt auf die Perspektive an, das stimmt. Wobei die Eichhörnchen haben, glaube ich, nicht wirklich ein Menschenproblem, weil wenn die den Menschen immer alles klauen und davon leben, dann sind wir quasi deren Lebensgrundlage. Laufen Sie, alte Lady! Die Eichhörnchen kommen! Irgendwie haben die Eichhörnchen nur was gegen mich. Ich glaube, die haben nur ein Problem mit mir. Na gut, Eichhörnchen, dann komm. Ha! Dem haben wir es gezeigt. Hey, komm, reden wir ein bisschen, während wir laufen. Das ist jetzt der perfekte Moment. You didn't even twitch when you saw Galena's body. Why would I? Dead things can't hurt us, right? Girls your age don't usually think that way. Do you have kids, Agent York? No, I don't. I'm not married either. Then you have no idea how girls my age usually think. Besides, I'm used to seeing dead bodies thanks to CSI. Especially dismembered corpses like hers. You know, for a so-called profiling professional, you're pretty clueless. In that case, allow me to apologize. But don't you think it's a bit of a leap to discount my observational abilities simply because corpses don't scare you? I don't know. I mean, you're completely wrong. Do you know what I was thinking back there then? Of course not. I'm not a pro. The same goes for me, Patty. No manner of pro could ever know 100% of what another person is thinking. Unless, of course, that pro has a mental connection with them, like Zach and I have. If I was telepathic, I wouldn't have joined the FBI. I would have taken over a small country or become a messiah. Now who's making crazy leaps? I will admit though, Patty, I feel like you and I have something in common. We definitely have similarities, even though they aren't as strong as the ones that Zach and I share. Whatever. Perhaps you and I grew up under similar circumstances. We're both unique cases. Huh? Unique cases? In your case, your beautiful mother's second husband became your daddy. But then your mama got sick, forcing you to take care of things, while you use CSI as your escape. Would you just knock it off? I ain't trying to act like some tragic heroine here. And I don't care that my daddy isn't the same color as me. You're way more narrow-minded than I took you for, Agent York. Narrow-minded? You're just realizing this now? Of course I'm narrow-minded. I'm a selfish man who lives life according to his own rules, with no interest in common sense. Naturally, this makes me terrible at reading situations, and I often end up angering people by total accident. But is it really that big of a problem? I've still made a contribution to society by solving numerous difficult cases, and I'm still terribly charming. And, Oh nein, es wäre noch weitergegangen. Ich dachte, mit I'm terribly charming ist der Dialog beendet. Schade, hätte ich jetzt gern noch weitergehört.